Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Robin Hood Sherwood Builders. Ja, ich bin schon mal hier unten hingereist, denn wir werden uns jetzt hier mit dem Experten unterhalten. Und gucken mal, was der zu sagen hat. Der ist sehr wahrscheinlich, ist der hier. What will it be? I need wine and information. Wine's the issue, but some information can cost you your life. This won't. I'm looking for Chris, the siege engineer. He's supposed to be somewhere about. That sort, Master Grand Builder. Pour the wine, I'll pay you later, Horson. Yeah, seems like, Most recently, he's been drinking through other people's pockets while entertaining them with conversation. Specifically, those men in the corner. A couple of mill workers that he got to drink with him. And that sort loves a drink. Thanks. I'll ask them about him. Okay, cool. I'm looking for Chris. I'm told he was drinking with you some time ago. Who's right? Who's asking? Chris drank our money for 2 days. Are you here to pay the tab? You got swindled. Not my fault. I'm Robin Hood, and the matter is urgent. Robin Hood? Easy, easy. You're in no danger. Tell me where he went to drink to my health. Go see Master Port or Dowan, Robin. Chris has to be somewhere. He's had so much fun recently. He'll be drudging about in those mills all day. I'm sure you'll find him. Okay. Wir haben jetzt mehrere Anhaltspunkte, wo der sein könnte. Einmal da oben oder einmal da unten. Im Süden, im Norden. Dann fahren wir mal mit der Mühle im Süden an. Vielleicht ist er ja hier. Master Port, I presume. You presume correctly. But if I'm to rely on such drunkards, then I won't be one for much longer. And where the bloody hell are my helpers? In an inn. They'll be here soon. Right now, I have to take this walking brewery with me. You mean me? I resent that. Stop whinging and listen. I'm told you know Reynold. He needs you. He's waiting by the abandoned catapults. I do. If Reynold says he needs my help, it's no joke. Let's go. What about the mill? That will have to wait. We'll meet there, Chris. Just get a move on. And for heaven's sake, don't stop at the inns. Okay, perfekt. Das heißt, jetzt können wir wieder zurückreisen. Das war sehr viel Schnellreiserei hier gerade. Naja, kommt auch schon mal vor, ne? Okay, dann reden wir mal mit dem. Dann schnappen wir uns gleich Sandal Castle. Gucken, ob das in dieser Folge noch was wird. Wenn weiter so hin und her geschickt werden, dann eher weniger. It took some time until I found him, but he got here in one piece without losing his way. Ja, sehr gut. Lose me way how? Haven't seen you since the last scrap of the Normans, my lord. That's true. It's been quite some time. I'm sure you know why I asked you to be here. I remember who I swore fealty to. Is the Sardin Sheriff the problem? The Sardin Sheriff and my Sandal Castle. Time to put these trebuchets to use. Absolutely. They're more like firewood by now. But I know what you need me for. I'll do it. Thank you, friend. Robin,
I'd like to speak to Chris alone for a while. No, okay. I'll come back to you soon. Time is growing shorter. Okay, done. Chris will take care of what's needed, but we must see to the element of surprise ourselves. The castle houses a big number of soldiers. What's worse, there's just as many of them around it. Once we get through the walls, we'll need to make sure no one approaches us from the back. Yeah, okay. Do you want to eliminate potential reinforcements? Yes. And I also want to minimize any suspicions that we're planning an attack. I see. All right. Get rid of the knights camping around the castle. You must be careful not to raise an alarm. Do it quietly. Otherwise, our entire plan is for nothing. I can be stealthy and effective. You needn't worry about that. Hmm. Na gut, versuchen wir mal unser Glück, ne? During that time, Chris will be assembling the trebuchets. I'll take care of it. Okay, räume das erste Lager, räume das zweite Lager, räume das dritte Lager. Wo sind sie denn? Aha, okay. Ja, fangen wir mal an, ne? Das ist nicht gerade da. Das habe ich mir gemacht. Wollen wir mal gucken, wo sie sind. Ich habe ein Reparaturkit bekommen, aber ein blaues. Das ist natürlich scheiße. Ich überlege, ob ich, bevor wir die Burg stürmen, nicht nochmal ein Reparaturkit bauen sollte. Dass wir auf jeden Fall mit zwei Reparaturkits da reingehen. Mal gucken, ob ich irgendwen ausnocken kann. Ich bin eigentlich auch nicht so krass sneaky unterwegs, ne? Nur zwei Leute? Den haben wir mal sneaky umgelegt, so nämlich. Das erste Lager ist damit offensichtlich geräumt. Sehr gut. Ja, noch. Oh, Goldarmband. I need it. Das ist doch irgendwas. Sehr gut. Okay, dann ab zum zweiten Lager. Was soll der da dann sein? Ah, okay. Und diesen Alarm, den dürfen die wohl nicht auslösen. Ich verstehe. Hat ja beim ersten Lager relativ gut geklappt. Gucken wir mal, wie es beim zweiten aus. Und diesmal drei. Ob ich den Bogen schützen? Vielleicht gleich mal irgendwie sneaky umbringen kann. Sind sogar vier dieses. Okay. Ja, auch kein Problem. Das Problem ist, dass der Bogen halt keinen One-Hit macht, ne? Wenn ich ihn jetzt zum Beispiel per Bogen einfach One-Hitten könnte, wäre es natürlich extrem awesome. Ach, mal weg. Oh, der eine brennt, der Penner. Aber einer ist verbrannt, kann das sein? Ja.
So, euer Alarm nützt euch gar nichts, hä? Da seid ihr alle tot. So ein Ding ist das nämlich. Brenne auch, what? Salbei-Balsam. Oh, Kupferkopfweile können wir. Nur so für den Fall. Naja, wir bauen auf jeden Fall aber gleich noch ein. Bauen auf jeden Fall gleich noch ein Reparaturgerät. Das auf jeden Fall. Vielleicht sogar zwei, wenn wir können. Dann sind wir auf jeden Fall safe in der Burg. Ich weiß noch, dass das letzte Mal relativ knapp war. Den Gegner haben wir hier. Den tue ich gerade zwei. Da eins, zwei ist das. Du entfernst dich aber weit von deinem Freund. Das ist nicht gut. Aber ich glaube, es juckt nicht, weil die anderen Lager schon alle leer sind. Hat es geklappt? Okay. Ja gut, wir haben einmal Alarm machen lassen, aber es hat glaube ich nicht gejuckt. Die anderen Lager waren alle leer. Okay, das heißt, wir können jetzt wieder mit Reynald sprechen. Und dann werden wir auf jeden Fall gleich nochmal zwei Reparaturkits herstellen. Dann müssen wir nochmal vier Damaszener Stahlbarren, glaube ich, bauen. Blast you, Chris! What do you mean not enough materials? Didn't you calculate this? Everything looked fine from the top. But some of the wood's gone rotten. I need more. And stones too, if I'm to weigh down the structure. What rotten luck. And we must hurry too. Robin, will you help? So, what about it? Wooden stone, is it? No, just the wood. We'll send someone else after the stone. I'll be back with the wood. Okay, was brauchen wir denn für Wood? Birke. Moment, das wird doch, glaube ich, in meinem... Das nicht im Lager gesammelt sogar? Birke, 50 Stück. Reiß mal ins Lager. Wir könnten Glück haben, dass wir da noch Birke haben, die abgebaut wird. Okay. Dann los geht's. Gucken wir mal rein. Erstmal gucken wir mal beim Holzfäller. Muss das ja wahrscheinlich in der Tasche haben. 50 Birke, ne? Aha, look at that. Scheiße, jetzt habe ich das ins Lager geschickt. Ich bin so dämlich. Egal, da haben wir ja nochmal 50 Birke, die packe ich mit den Tag. Sehr gut. So, warum war ich jetzt nochmal hier? Genau, wegen den Reparaturwerkzeugen. Ich wollte noch zwei Stück davon bauen. Damaszener Stahlbarren. Ich brauche also noch vier Stahlbarren. Machen. Dann geht meine Fichte zur Neige. Ins Lager. Und dann bauen wir hier. Ich werde es nie lernen.
Ich muss doch erst noch den Stahlbarren herstellen. Mein Gott. Moment. Oh, sorry, da hatte ich einen wirklich sehr, sehr starken Hustenanfall. Aber alles gut. Jetzt können wir weitermachen. Wir haben ja die 50 Holz, wir haben nochmal ein Reparaturkit gebaut. Ich habe jetzt zwei Stück dabei, das sollte eigentlich dann klar gehen. Chris said so. I'll pass the materials on to him. Sehr gut. What's the next part of the plan? The attack, Robin. Next time you come back, we'll be able to get started. Okay. I understand. Na dann. Rest, let's Robin. Go. It'll still be some time before the trebuchets are ready. Ach was, muss jetzt fast an der angegebenen Stelle. Ja, okay. Dann rufen wir uns einmal aus. Crazy. Okay, Moment, wir essen noch mal einmal was. Und dann können wir loslegen, oder? The trebuchets are up. The forces stand ready. We can start. Are you ready? Absolutely. Yes, let's do this. Und? Jawohl, Treffer. Sehr gut. That's what I'm talking about. Oh, es geht los. Es geht los. Oh, warte, nicht, nicht essen. Nicht essen. Wir müssen noch fighten. Hier ist jetzt Massenkloppe dann angesagt, oder was? Nicht so wie bei dem. Was sind denn die Bogenschützen? Die müssen auch noch irgendwo sein. Da oben. Bitte, wie komme ich denn da hin? Erstmal hauen wir die ganzen Schwertkämpfer um. Jawohl. Oh, what? Ja, das ist der Gegner. That's good. Boah. So, irgendwie gucken, wie wir nach da oben zu den Bogenschützen kommen, wa? Hier. Hier darf ich nicht. Hm? Wir müssen uns, glaube ich, mal einmal heilen. Ich muss nicht mal versuchen, die runter zu schießen. Könnte ich das versuchen? Geht. Bin komplett überhaupt nichts, oder? Ja, es ist doch komplette Zeitverschwendung. Geht hier ab.
Nicht auf die Mauer. Ja, hier. Ich komme hier irgendwie. Komm hier auch nicht rein, ne? So. Winter. Ja, okay, dann gehen wir jetzt erstmal den Weg, den ich vielleicht gehen soll. Ein wenig überfragt, was ich gerade tun soll. Ja, doch die. Okay, besiege die Ritter auf dem Hauptplatz. Okay, doch, ich muss die Bogenschützen da oben weglöschen. Okay, doch, dann muss ich da tatsächlich die Falten jetzt. Voller die gleich mit Explosivteilen. Gut, aber einer fehlt ja jetzt auch noch. Hm, hier kann ich mir nochmal Wasser holen. Die Ritter auf dem Hauptplatz sind ja jetzt dann besiegt. Hier los? Geht's denn jetzt weiter? Wie müssen wir hier noch rein, ne? Da oben ist auch noch welche, what? Kann ich irgendwie da hoch? Glaube ich mir so einen Balsam. Den bitte treffen. Wir müssen unbedingt mal hier so einen. Ich sehe keine Möglichkeit. Ah, noch einer besiegt auf dem Hauptplatz. Misshaut. Okay, was? Zerstöre den. Was? Zerstöre den Biervorrat. Ach Lava, hier ist auch offen. Hier ist jetzt offen. Soll ich denn zur Rettung von Sandal Castle den Biervorrat zerstören? Was ist denn für ein Quatsch? Halt den nur lieber. Warte mal, hier geht's noch irgendwo. Ah.
Okay. Ja, cool. Dann bin da ein Weg in das Schloss. Dann der nächste Schritt. Ja, finde einen Weg in das Schloss. Das da, kann ich das da oben vielleicht irgendwie anschieben? Das nützt ja überhaupt nichts. Das müssen wir mal einmal gucken. Ob wir denn hier vielleicht lang können. Will schon wieder flamen, ne? Will doch schon wieder. Will doch einfach schon wieder das Spiel, dass ich gesagt bekomme, wo ich da reingehe. Das ist wirklich, also an manchen, bei manchen Games ist es ja so, da sieht man ja dann relativ deutlich, wo man lang soll. Aber ich finde das hier immer so unscheinbar gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die Wege, die man gehen soll, irgendwas anschuten vielleicht? Was ist da hier? Was ist sonst da hoch? Look at that. Mal erstmal drauf kommen, ey. Also wirklich. Wie sagt der ja auch nichts. Da sind wir drin, oder? Boom. Da drin. Lähmungsfeil, Kupferkopfpfeile brauchen wir. Ah, die Pfeile gehen uns langsam aus. Das ist, naja, ein Problem ist das nicht, aber... Schauen wir mal gucken. Da ist auch noch eine Zugtür, die wir irgendwie vielleicht verlassen können oder so. Aber im Moment... Dann geht es jetzt erstmal in die Treppe. Landen. Oh, Bernstein. Bernstein ist gut. Das? Was ist mit ihnen geschehen? Alle hier sind verrückt geworden. Hawk benimmt sich wie ein Tyrann ohne Hirn. Nicht, dass er jemals ein denkender Mann gewesen wäre, aber jetzt ist es so, als hätte er völlig aufgehört, seinen Kopf zu benutzen. Man sieht, dass er den Alchemisten am liebsten in den Boden stampfen würde, aber er kann nicht. Läuft wie betäubt im Schloss herum. Alle haben Angst vor ihm, aber es ist nichts im Vergleich zum Alchemisten. Er ist ein ganz schöner Brocken. Er geht nachts raus, betrinkt sich in seinem Labor und gibt den Bauern seltsames Zeug zu trinken. Dann kreischen sie Verdammten in der Nacht und schreien etwas von den Gespenstern, Dämonen mit den Zähnen eines Wolfes oder Bären, die sich in ihren Geist und ihre Seele bohren. Das macht zwar ein wenig Angst, aber ist letztendlich dumm und nicht real. Ich schaudere allein bei dem Gedanken an den ekliger Typ, der eigentlich mit niemandem spricht, sondern nur Befehle und Anweisungen brabbelt. Er fühlt sich uns allen überlegen. Das kann er sich gut leisten, da er die Gunst des Schiffs genießt. Marcelin, komm nicht ins Schloss, wenn du kannst. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas Schlimmes passiert wird. Es ist unmöglich, unter solchen Bedingungen zu leben, und ich frage mich langsam auch, ob ich selbst von hier fliehen. Okay, also irgendwas ist hier. Ach, guck mal, da ist ein, nochmal. Okay, wir müssen auf diese Zeichen hier ab. Butterkrautbalsam, Weinwellbalsam, nehmen wir erstmal alles mit. Was haben wir denn jetzt überhaupt geöffnet? Ah,
Moment, erstmal hier Z drücken. Von hier sind wir gekommen, ne? Hier waren wir. Dann sind wir hier hoch. Ja, okay. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch den Alchemisten dann wahrscheinlich bekämpfen. Geht's schon wieder, oder was? Ja, kannst dich hinter deinem Shield eintörteln. Entwickeln die ein? Ein Geld gedroppt. Right. Oh, okay, hier ist, Hebel? Ist sonst noch was in diesem Raum? Nee, ne? Nicht. Doch, der hat Geld gedroppt. Ja gut, dann benutzen wir mal den... Ja. Oh, was auf zu... Sowas fortschrittlich hatten die hier. Moment, wir können die Gunst der Stunde nochmal nutzen und was trinken. Hilton Hawk, der Kommandant des Schlosses. Wir müssen mal gucken, wer ist da hinkommen. Eigentlich treffen wir jetzt erstmal gleich auf den Alchemisten, wie das aussieht. Jetzt könnte ruhig mal auch ein paar von den Experten könnten hier mal mitkommen. Wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Da ist er wahrscheinlich. Easy there, mighty. We'll fight, that's for certain. Do you really feel no remorse for the suffering of people? You dare interrogate me now? Who the bloody hell do you think you are? I don't give a flying shit about those peons. I kept to my orders, and they could have not drunk that swill from the sheriff's charlatan. A job's worth, the worst sort. He'll get your final orders in a moment. Irrelevant. You won't help anyone anymore. I am the trapped on you, as well as the last of the antidotes for what poisoned the peasants. You've no idea how much time you've just saved me. How about you? Soll ich die jetzt alle drei bekämpfen? Das ist ja ein bisschen asozial, ne? Alter, der macht Insta-Blutung. Okay, das ist natürlich was, womit ich jetzt nicht gerade unbedingt gerechnet habe. Okay. Wir müssen erst seine Lakaien ausschalten. Deswegen müssen wir am besten versuchen, die so gut es geht wegzuparieren. Erst seine Lakaien ausschalten. Alles klar. Jetzt ist es ein 1 gegen 1, mein Bester, und jetzt reden wir neu. Ich kann ihn nicht parieren. Aber look at the damage! Kommen da neue? Nee. Doch, da kommt. Das sind meine Friends, oder was? Das sind meine Friends? Ich mach ihn wirklich. Ah, ich kann ihn doch parieren! Easy, Digga, du bist komplett Knockout. Die Waffe nicht mitnehmen? Das ist ja schade. Die hätte ich ja gern gehabt. Okay. Ja, cool. Das heißt, hier haben wir soweit alles richtig gemacht, ne? Da war aber nicht ansatzweise so schwierig wie der Loki. Oh mein Gott. Okay, ja, dann, hier. Zack. Schlüssel zum Hinterzimmer zur Bibliothek. Okay, was ist das? Was ist das? An Milton! Milton, lass mich dir kurz erklären, was hier vor sich geht und welche Rolle du spielst. Lies aufmerksam und verliere dich nicht in den Buchstaben, denn ich weiß, dass du damit Schwierigkeiten hast. Erstens, Guy Gisborne ist dein neuer Vorgesetzter. Er wird für die Forschung und diese ganze Alchemie, wie er sie nennt, zuständig sein. Wichtiges Zeug, und du darfst ihn nicht belästigen. Wenn er etwas will, gib es ihm sofort ohne Widerrede. Hast du das verstanden?
Während, wenn er mit der Arbeit fertig ist, berichtest du mir sofort schriftlich, was du gesehen hast und was passiert ist. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also behalte alles im Auge und mach keinen Blödsinn. Schicke dir einen Brief mit weiteren Anweisungen, wenn ich von Ray erfahren habe, was er in Sandal Castle erreicht hat. Right, hier ist das Gegengift. Ein Buch. Wissen, ein paar Skillpoint. Ach was. Wir sind jetzt hier. Wir können jetzt rüber, ne? Auf die andere Seite. Ja klar. Hier gibt es Meteorit an der Mine. Mega. Geh nach Wakefield und sprich mit den Leuten. Ja klar. Wir dürfen jetzt hier rüber. Diese Seite hier der Insel. Das ging ja die ganze Zeit nicht. Mega, ey. Da sind nämlich auch noch zwei Nebenquests. Mal vielleicht noch ein bisschen Cash verdienen. Cash Money. Okay, dann gehen wir einmal hier zur Meteorit. Da halt, hier. Da. Ja, da sind sie. Meteorit. Aha. Ja, im Moment brauchen wir das noch nicht. Also werden wir das auch noch nicht abbauen. Im Moment will ich erstmal nur hier... Moment, wir können noch einmal ein Reparaturkit benutzen. Das ist eigentlich Truhe des Schmiedemeisters. Da können wir im Moment nicht benutzen, weil wir noch keinen Meister Hugo Linding haben, ne? Ich noch ein zweites Reparaturkit gebaut? Wo ist denn das? Schon benutzt? Da habe ich das wieder nicht mitgenommen. Das auch Safe Call wieder nicht mitgenommen. Okay, wir schalten erst den Schnellreisepunkt und davon ist nämlich auch noch so ein, so eine Ruine. Wir hoffen, dass da eine Meister-Hugolin-Truhe drin ist. Wo oben ist ein... Soll irgend... Ach ne, das ist er. Da oben dachte ich schon, ist ein Pferde-Dünnis. Einmal bitte, genau, Kontrollpunkt. Dann ist hier nämlich eine Ruine. Hier liegen schon wieder die Bärenfallen rum. Okay, wir haben einmal auf der Nummer 3 das Tic-Tac-Toe-Feld. Das werde ich aufschreiben. Nummer 3 das Tic-Tac-Toe-Feld. Und auf der Nummer... Was haben wir da hinten gesehen? Da hinten war auch... Na, hier. Auf der Nummer 1 haben wir diese Raute. Dann hier mit den Monden da drin. Kommt jetzt nicht so genau, aber das werden wir nämlich jetzt einstellen hier. Wir hoffen, dass da eine Meister-Hugolin-Truhe drin ist. Also auf der 3 das Tic-Tac-Toe-Feld. Auf der 1 nicht die, sondern die andere. Genau, die da drüben, diese Raute. Und jetzt gucken wir mal, was Nummer 2. Aha. Der Hugolin? Anis, Balsam. Braunwurzel, ja, pack ich halt mal ein. Aber leider keine Meister-Hugolin-Truhe. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, wir haben hier hinten noch zwei Quests. Aber erstmal, glaube ich, schließen wir jetzt die Main-Quest ab. Machen wir wirklich, glaube ich, als erstes. Wo denn? Ach, da! Ja, wo kommt ihr denn alle her? Okay, ich glaube, jetzt kassiere ich einen. Die machen ja quasi echt keinen Damage, so. Na, seht ihr. Die machen ja nicht so wirklich Damage, die Kollegen. Was ist das? Maske von denen. Ja, die waren hier irgendwie unter der Brücke eingesperrt. Okay, dann nehmen wir einmal die Pinsen mit. Voll, sehr gut. Gut. Ich heal nochmal einmal. Besser ist. Wer weiß, was mich da gleich in dem Dorf erwartet.
Da auch nochmal ein Wegweiser? Da ist auch nochmal ein Wegweiser, okay. Hallo Wakefield. Erstmal schalten wir den Wegweiser frei und danach gehen wir jetzt. So, du bist Chefe, ne? Thank you, my lord. They've been keeping us locked in here for weeks. The people hail. They're delirious. Barely breathing. We've already had to bury a few. Das ist natürlich nicht so gut. Hier ist das Gegengift. The gates are open. Soon the situation at the castle will return to normal. Reinhold will be the new ruler, and you'll get to feel safe. Okay, cool. I'll tell whomever I can. I just don't know if they'll all make it. Some are in awful shape. I have medicine that will cure what ails them. The Lord himself sends you, stranger. Give it to them, please. They are somewhere in the village. Don't worry anymore. Okay, das heißt, wir müssen jetzt den Kranken das Gegengift geben. Schauen wir mal, also hier sind mit Sicherheit welche drin. Krank. Demon faces. Drink this. You'll get better. Okay, da ist der eine. Und ist auch noch einer. Okay. Ach da. Please. Drink. Trinken, mein Lieber. Dann haben wir nämlich noch einen. Irgendwo da vorne. Scheune? Aha. I can't stand this. It's all right. Hier, nimm das. Allen wieder gut. Sind wir da lange in der Folge drin. Das heißt, wir werden gleich auf jeden Fall mal einen kleinen Cut. I've heard you gave the medicine to the sick. I don't know how to thank you. No need to thank me. Just drink to my health. Whose health would that be? Robin Hood's, the outlaw of Sherwood Forest. I'll do that. You're a godsend, Robin. We're all so grateful to you. Take care of yourself and be well. Okay, cool. Haben wir wieder einiges geschafft? I like it. Okay, wir sind jetzt hier in Sandal Castle. Das heißt, wir reden jetzt einmal mit diesem Reynold. Oh, Sandal Castle gehört nämlich jetzt wieder dir, mein Bester. Du musst jetzt nur die Mauer da reparieren. Saw what you did to Milton and how you helped the people of Wakefield. Make nothing of it. I'm happy that this part of Sherwood is safe and in the hands of someone other than the king. Definitely, yes. I'll see to it that both the castle and the surrounding lands function in accordance with law. I've no doubt about it. I also wanted to promise you that if you need my help in the future yourself, you can count on it for certain. I believe a time like this will come. You'll hear from me then, Reinhold. It'll be a pleasure to fight by your side. Likewise. And now I am needed elsewhere. Safe travels. And one more thing. Yes? It used to be that Wakefield hosted splendid archery tournaments. Come back when we pull ourselves together somewhat. We'll organize one again. Who knows? Maybe you'll even beat me. Ja, cool. I'll visit you in the future. Be well, Reynold. Ui, das wird aber nicht, das wird nicht gefeiert werden, glaube ich. The sheriff's patience is running dry. Er hat mal seine Leute verprügelt. Ja, perfekt. So weit, so gut. An der Stelle verabschiede ich mich in die nächste Folge, ihr Lieben. Wir werden auf jeden Fall nachher noch hier oben die beiden Nebenquests machen.
Da werde ich, glaube ich, gleich schon mal... Kann ich da schon mal hinreisen? Wieso kann ich da nicht hin schnell reisen? Was soll das? Ich kann im Moment nicht schnell reisen. Warum nicht? Hä? Wo kann ich nicht schnell reisen? Vielleicht, weil ich in Sandal Castle bin. Vielleicht. Man weiß es nicht. Komme ich nie wieder raus. Okay. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Robin Hood Sherwood Builders. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich die Sachen jetzt entwickeln werden. Denn wir sind ja langsam aber sicher, wie es aussieht, tatsächlich in Richtung Late Game. Es fehlt nur noch ein Gebiet. Und das werden wir in der, ja nicht in der nächsten Folge, aber in eine der nächsten Folgen das erkunden. Und dann können wir, ja, Gas geben. Dann hauen wir den Sheriff von Nottingham, hauen wir um. Der kann nämlich nichts. Und dann wird auch King John umgekloppt und dann ist alles cozy. Dann ist Sherwood wieder sicher. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Haut rein.